Oh ne! Victor Sess ist wieder da. Nein! Falsche Taste! In Deckung! Es ist Batman! Es ist Batman! Er tritt ihnen in die Ärsche! Schnappt ihn! Ja. Keine Angst, Victor, ich komm gleich ans Telefon. Leg das mal weg, du. Na, das ist der Stream, den ich damals gemacht habe. Da. Riddler, rede. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Das wusste ich. Anruf für Batman von Sass. Finde mein Telefon, sonst blutet das Schweinchen. So. Oh. Ja, dann geh doch mal da rüber. Hallo. Willst du mich verarschen? Alter, für euch habe ich ja gar keine Zeit hier, ne? Die anderen sind erledigt. Ja, ich glaube auch. Ich habe gerade nur keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Gehen wir erstmal hier rüber. Servus. Hast es geschafft. Ich glaube, ich erzähle weiter. Ich habe das Bedürfnis zu reden. Vielleicht sogar zu beichten. Ich war reich und allein. Aber natürlich nicht lange. Ich entdeckte das Glücksspiel. Vielleicht entdeckte es mich. Wäre ich gut darin gewesen, wäre ich heute vielleicht nicht das, was ich bin. Während mein Leben aus den Fugen geriet, schmiedete ich einen verzweifelten Plan. Ich wollte das Geld meiner Eltern zurückbekommen, wieder glücklich sein. Es hat natürlich nicht funktioniert. Das tun solche Pläne nie. Und wie ich an diesem heißen Sommertag vor der Iceberg Lounge stand, verspürte ich etwas. Vielleicht Hoffnung. Alter, das wird eine ganze Zeit dauern. So. Dann gehen wir jetzt mal da weiter. Die Fledermaus tritt die Jungs zu Brei. Tötet ihn! Schnüffelt
Angst, dass irgendwas passieren wird. Etwas Großes. So. Gehen wir mal weiter, also wieder zurück, ne? Versuchen Sie unter keinen Umständen die Außenmauer zu erreichen. Ist doch schon wieder ein Telefon. Zum Laufen. Oh Mann, ey. Weiterfliegen. Und wann kommen wir noch zu Ra's? Ach, da ist der Heli wieder. Ja. Hallo? Die Iceberg Lounge war gefüllt mit dem ekelerregendsten Fleisch der Menschheit. Hier konnte man alles bekommen. Vorausgesetzt natürlich, man hatte das Geld. Am Anfang sah es so aus, als würde ich gewinnen. Ich hatte gute Karten. Und schnell spielte ich am Tisch des Eigentümers. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich gewinnen könnte. Dass er fair spielen würde. Ich sah mich am Tisch um, sah die Leute, gegen die ich spielte. Profispieler, Kriminelle, Prinzen und der abstoßende Zwerg, dem der Laden gehörte. Einer nach dem anderen stiegen sie aus. Die Pokerchips türmten sich und es hieß er gegen mich. Na, du hast verloren. Wartet ihr noch? Two-Face reißt euch in zwei Hälften. Gebt auf! Batman ist hier. Er hat mir zwar nichts getan, aber ich hau euch trotzdem zu Brei. Du stirbst! Hey! Ja. Hast du Angst, Batman? Vor euch? Da. Und Kinnhaken. Das dauert nicht lang. Nö, dauert wirklich nicht. Da. War noch was, hä?
Wo ist der denn? Da. Das ist mein Fuß. Was ist das denn? Bane ist meine, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte. Ich habe den Bane verstanden. So, fliegen wir mal hier weiter. Und kurz bevor wir da sind, klingelt da wieder ein Telefon. Wetten? Aus dem Museum bin ich schon lange wieder raus, du Pappnase. Mist, das war nicht weit genug. Gar keinen. Wir haben ihn! Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt. Nur ein bisschen. Nebenbei muss man ja auch mal ein paar Mal, muss man ja auch mal wieder verlieren, ne? Ist ja sonst so langweilig. Oder was? Letzte Chance. Geht auf oder krepiert. Oh Gott, jetzt muss ich aber normal den ganzen Weg rennen. Worauf wartet ihr noch? Two-Face reißt euch in zwei Hälften. Gebt auf! Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Two-Face kommt, um Arkham City zu beherrschen. Dann soll er mal herkommen. Haben keinen Sie Kontakt mit Batman? Anstalt meine Lektion gelernt und halte mich von diesen seltsamen Dreckspflanzen fern. Ja, wie gesagt, ich kann ja nachher mal gucken, ob ich die anderen Teile auch hab. Aber ich glaube schon. Es muss doch irgendwo rausgehen. Ja. Ach, ich muss in den Untergrund. Wie komme ich in den Untergrund? Anscheinend da vorne, genau. Wie sagt man, ist schnurstracks darunter. Du bildest dir das ein. Nie im Leben ist irgendwas oder irgendjemand an uns vorbeigekommen. Nie im Leben. Und ob, wie gesagt, es sah aus wie ein Ninja. Du weißt schon, diese Typen, die rumschleichen mit Schwertern. Sieh dich mal um, wir sind in Arkham City. Hier gibt es keine geheimnisvollen Ninjas. Das wäre totaler Irrsinn, wir hätten sie längst bemerkt. Ich habe ihn gesehen. Er ist direkt darunter. Da bist du ja.
Oracle, bist schon weg? Nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce. Da sollte ich vielleicht nicht reinspringen. Das hätte man mir vielleicht auch mal vorher sagen können. Und wie, glaube ich, dieser Knopf da wird noch wichtig. Wieso sind denn hier schon wieder die Joker-Cats hin? Ich dachte, da oben sei es schlimm. Hier unten ist es nicht nur kalt. Ich bin außerdem auch nass und stinke, als hätte ich in einem Kuhfladen gestanden. Hörst du eigentlich nie auf zu jammern? Schnauze, ihr beiden. Wir haben einen Job zu erledigen. Pinguins Jungs sind auf der Flucht. Joker will, dass wir möglichst viele von ihnen umlegen. Hat er nicht vor, ihre Chance anzunehmen? Er überlässt uns die Entscheidung. Ich kann diese Penner nicht ausstehen und bin dafür, dass wir sie alle kalt machen. Von mir aus. Vorne sind welche, da sind welche. Was haben wir das jetzt hier gebracht? Gar nichts. Servus! Er ist hier! Da! Ach so. Das wäre so ganz spezieller, ja? So. So, und weiter.